Ja, dann willkommen zur sechsten Vorlesung Geschichte der Mathematik, zweiter Teil der nah- und fernöstlichen Kulturen. Letztes Mal habe ich ein bisschen was zur chinesischen Mathematik erzählt und heute nähern wir uns dann immer näher dem Westen. Das heißt, wir fangen erstmal mit Indien an und dann geht es weiter mit den Ländern des Islam, die sich ja so in ihrer größten Ausdehnung dann auch bis in weite Teile Spaniens erstreckt haben, also doch relativ weit im Westen. Ja, Mathematik in Indien, indische Geschichte, da weiß man ja allgemein in der Regel nicht so viel drüber. Also jetzt in unseren Kulturkreisen. Bereits im 3. Jahrtausend vor Christus gibt es erste städtische Hochkulturen. Dazu gehört insbesondere dieses Harappa. Das ist so eine Stadt mit circa 40.000 Einwohnern und es dürften auch erste Schriftzeichen gegeben haben. Allerdings sind diese ganz alten Schriften im Wesentlichen noch nicht entziffert. Also da weiß man noch gar nicht genau, was die ganzen Schriftzeichen heißen. Dann gibt es die vedische Periode. Da kommen die Arier nach Indien, also die Indo-Arier. Das ist eine Zeit, aus der wir Überlieferungen haben. Wobei ein bisschen das Problem ist, die Überlieferungen, die wir da haben, da gibt es diese Sulbasutras, Schnurregeln heißt das auch, die sind die meiste Zeit mündlich tradiert worden. Das waren so Verse zum Auswendiglernen. Das hat zwei Probleme. Das sind halt Verse und die sind wirklich auch in so einem Versmaß geschrieben und so ganz ausgeschmückt. Und dann ist das teilweise gar nicht so leicht zu verstehen, was die da von einem wollen, weil das ist wirklich dann so, soll halt auch schön klingen. Und zum Teil haben die sogar, das werden wir nachher sehen, es gibt standardisierte Zahlworte und dann ja auch relativ bald die ihnen bekannten Zahlzeichen, mit denen sie so täglich umgehen, in einer etwas anderen Schreibweise. Aber es gab da auch noch die Möglichkeit, so die Zahlen durch bestimmte Objekte auszudrücken, also 1000 ist der Mond und sowas. Und dann wird es natürlich richtig schwierig, das zu entziffern. Das heißt, die Überlieferungen dieser Texte sind jünger als die Texte, man selber datiert. Aber das Problem haben wir ja im Prinzip bei den griechischen Quellen ganz ähnlich. Da haben wir ja auch nicht die wirklich zeitgenössischen Überlieferungen oder nur ganz pragmatisch. Dann gibt es diese Zeit des Jainismus und Buddhismus, wo der in Indien halt seine Hochzeit hat. Sie sehen aber da schon, also schon während dieser vedischen Periode Brahman, dann entsteht ja dieser Brahmanismus, was eine Vorform des Hinduismus ist. Und so hier in dieser klassischen Periode, da entsteht dann der Hinduismus. Die Jainismus-buddhistische Periode hat lange Zeit so, war die Entsprechung für Europa für das sogenannte dunkle Mittelalter oder halt eine Zeit, über die man sehr wenig weiß. Mittlerweile weiß man aber, dass da auch einige Dinge mathematisch weitergegangen sind. Da gibt es die klassische Periode mit diesem Aryabhatta, der relativ ja, einer der bekanntesten ist, und Bhaskara die zwei. Das ist die Periode, wo so mathematisch am meisten Interessantes passiert und wo auch Dinge passieren, wo man sagen kann, naja, die passieren in Europa dann teilweise erst 300, 400, 500 Jahre später. Zum Beispiel datiert man Anfänge der Infinitesimalrechnung in diese klassische Periode. So, jetzt können Sie mal überlegen, Leibniz, Newton und so, das ist halt wirklich gut 500 Jahre später. Aber die haben da schon so Ideen. Wir gucken da aber nur sehr fragmentarisch rein. Weil das dann auch teilweise relativ schwer verständlich ist. So, fangen wir mal mit den Zahlworten und Zahlzeichen an. Das greift so ein bisschen das auf, was in diesem Ethnomathematik-Video da ist. Was man schon ab ungefähr 800 vor Christus hat, ist ein ganz stringent dezimales Zahlwortsystem. Sie haben halt die Namen für die Zahlen von 1 bis 9, Ekat, Dvi, Tri, Katur und so weiter. Und dann weiter die Namen für die Zehner, so wie wir das auch haben, 10, 20, 30, 40 bis 90. Und dann haben sie für die höheren Potenzen, ne, Sata für 10 Quadrat, das heißt 200 ist dann Dvi-Sata.
und so weiter geht das. Und was insbesondere natürlich verblüffend ist, ist da Parada, da ganz unten. Ist ja nicht ganz so leicht, sich vorzustellen, wofür die 800 vor Christus jetzt unbedingt bis 10 hoch 12 zählen mussten. Da gibt es ja eigentlich keine praktischen Bedürfnisse, die so große Zahlen erfordern. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Ne? 10 hoch 6 ist ja immerhin schon eine Million. Ne? Das ist also eine Billion, oder? Die Milliarde ist 10 hoch 9 und bei uns wäre das dann eine Billion. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man das praktisch gebraucht hat. Man hat sich halt für so große Zahlen irgendwie interessiert. Das hat die Leute fasziniert. Die Zahlworte hatten wir. Jetzt haben wir die Zahlzeichen. Da kann ich auch noch ein bisschen was zu erzählen, zu diesen Karosti und Brahmi. Das sind somit die ältesten Schriftzeugnisse. Die Überlieferungen, die man hat, sind allerdings dann wirklich erst relativ jung, aus der Zeit 300 vor Christus. Das Brahmanische ist so im Großteil von Indien und die Karosti-Schrift ist eigentlich nur ganz im Westen von Indien beziehungsweise im Osten dessen, was heute Afghanistan ist. Da ist sozusagen diese Karosti-Schrift. Und die ist ja ganz interessant, ne, weil das sieht ja jetzt, außer dass die Bündel etwas anders sind, so ein bisschen so aus, so ähnlich wie bei den Römern, würde ich mal sagen. Oder natürlich auch vielleicht verwandt mit den Zahlsystemen, wie wir das bei den Babyloniern hatten. Man hat hier halt die Bündelgröße 4 ganz offensichtlich. Das Neunerzeichen ist halt nicht überliefert da an der Stelle, da kann man nichts zu sagen. Und diese Gwalior, das ist so eine Inschriftzeichen, da habe ich zwei sehr unterschiedliche Datierungen gefunden. Also in dem Buch von Wussing sind die datiert auf 850 nach Christus, was mir in der Tat deutlich zu spät erscheint, verglichen dann gleich mit ein paar anderen Grafiken. Bei dem George Joseph, der selber Inder ist, sind die auf 500 nach Christus datiert. Das kommt mir dann irgendwie schon naheliegender vor. Es gibt die Behauptung, diese Null wäre quasi die erste Schreibweise mit einem Zeichen für die Null in diesem indischen Dings. Es gibt manchmal auch die Position, das könnte auch dieses Bakshali-Manuskript sein. Und das Bakshali-Manuskript, da gibt es auch wieder Probleme. Die Datierung ist da auch ziemlich ungenau. Selbst mit so Carbon-Methoden sind die irgendwie so auf 200 bis 400 nach Christus gekommen. Ist jetzt auch nicht super präzise. Aber wäre dann noch mal eine ganze Ecke älter. Ja, und ansonsten schreiben die aber die Zahlen in einem dezimalen Positionssystem. So wie wir das auch machen. Die sehen halt noch nicht ganz genauso aus wie unsere Zahlen. Deswegen habe ich hier auch mal diese Grafik draufgenommen, wo so ein bisschen die Entwicklung dargestellt wird. Das kommt dann etwas später noch. Es spaltet sich ja, also hier irgendwo zwischen 500 und 800, wird, na, ich glaube 622 wird der Prophet Mohammed geboren. Zieht der von Mekka nach Medina und 632 stirbt er dann. Und dann erobert ja hier so der Islam nahezu die ganze bekannte Welt südlich, sage ich mal, der Alpen und dann noch sehr bis an den Hindus, also bis Indien ran. Und dann zerfällt das aber irgendwann in so zwei Reiche. Und das hier ist eher die Westschreibweise und das hier ist die Ostschreibweise. Man erklärt sich hier teilweise auch das Zweier- und das Dreierzeichen dadurch, dass man das so verbunden geschrieben hat und das dann irgendwann in diese Dinger übergegangen sind. Hier sieht man vielleicht auch die Übergänge noch. Was ich immer interessant fand, dass scheinbar hier irgendwie bei dem Vierer- und Fünferzeichen, da ist irgendwann mal was passiert. Und dann im Wesentlichen so die Schreibweise, wie Sie die kennen, die ist dann so halbwegs standardisiert ab Dürer. Da sehen die dann tatsächlich so aus wie bei uns. Das hier ist so um 1000 mittelalterlich, frühmittelalterlich, sieht ja doch auch noch, die 7, die hier so komisch rumliegt und so, das sieht ja doch auch noch ein ganzes Eckchen anders aus. So, dann das wichtigste mathematische
Werk, was da aus dieser vedischen Periode überliefert ist. Das sind die sogenannten Sulba Sutras oder auch Schnurregeln oder Leitfaden zur Messkunst. Die enthalten ganz wesentlich Vorschriften zur Anlage von Altären und für diverse religiöse Rituale, also wann da zu welchen Zeiten was zu verbrennen ist und so. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, hier links ist sozusagen ein so ein Altar mal dargestellt und rechts dann dieser Teilaltar mit dem V. Hier bei HH-ADSG, da sind überall so Feuerstellen. Und das obere heißt Mahavedi, der große Altar. Oh, so, also das ist quasi der Grundriss. Und das hier wird so aus Steinen geschnitten. Und da kann man sich schon überlegen, dass da doch eine ganze Menge Geometrie benötigt wird, damit diese Sachen irgendwie alle so schön ineinander passen, wenn die geschnitten werden. Und wir sehen dann gleich einige Regeln aus dem Buch. Auch hier, das hatte ich gerade aber schon erwähnt, die sind in dieser Zeit entstanden. Die Überlieferungen sind aber deutlich jünger, weil man das ursprünglich gar nicht aufgeschrieben hatte, sondern immer sich weitererzählt. So, was findet sich in den Sulba Sutras? Wie könnte es anders sein? Natürlich der Satz vom Pythagoras ist jetzt auch nicht super überverblüffend. Ne? Also in Mesopotamien hatten die den ja im Prinzip auch schon. Wir kommen dann nachher noch so ein bisschen zu der Frage, wie das mit Beweisen aussieht. Für diese vedische Periode werden wir auch gleich so sehen. Was sie schon relativ viel hatten, waren so Zerlegungsgeschichten. Also wo so Flächen zerlegt und dann wieder zusammengesetzt werden als Erklärungen für etwas. Also das Seil gespannt über die Länge der Diagonale eines Quadrats erzeugt eine Fläche, die doppelt so groß ist wie das ursprüngliche Quadrat. Das ist der Satz des Pythagoras im Prinzip für den Fall, dass man ein gleichschenkliges Dreieck hat. Wenn Sie sich das mal überlegen, also sagen wir mal so und so, dann gilt ja a² plus a² ist gleich b². So. Das ist der erste Satz. Und jetzt muss ich noch das ursprüngliche Quadrat Ihnen hinzeichnen, damit Sie es mir auch wirklich glauben. So, das ist das ursprüngliche Quadrat und seine Diagonale. Ne? Also das Quadrat, was über der Diagonale gezeichnet wird, ist genau doppelt so groß wie das Quadrat über der Seite oder so groß wie die beiden Quadrate zusammen, wofür es ja den sehr einfachen Zerlegungsbeweis auch gibt. Ist jetzt hier nicht schön gezeichnet. Normalerweise würden die vier hier oben ja ganz genau reinpassen. Das Seil gespannt über die Länge der Diagonale eines Rechtecks ergibt eine Fläche, welche seine vertikalen und horizontalen Seiten zusammenbilden. Das können wir vielleicht auch mal zeichnen, um uns darüber zu verständigen, dass das tatsächlich auch der Satz von Pythagoras ist. So, und jetzt stellen Sie sich hier wieder ein Quadrat drüber gezeichnet vor. So. Das ist ein Quadrat. Okay. Und dann hätten wir ja auch wieder einen Pythagoras in diesem inneren Dreieck hier. Es ist interessant, also es ist ganz anders formuliert als bei den Griechen. Die Griechen haben das nicht so als so Flächensätze formuliert und sind halt schon auch von dem rechtwinkligen Dreieck ausgegangen. Es gibt irgendwie auch einen lange währenden Streit, also ob jetzt der Pythagoras und auch einige andere Dinge, die da in der vedischen und in der klassischen Periode drin sind, wie jetzt die Transmissionswege sind. Also haben quasi die Inder das durch Kontakt mit der hellenistischen Welt erfahren, der aber eigentlich ein bisschen später erst angesetzt wird, hatten die gemeinsame ursprüngliche Quellen. Für einige Dinge haben die Beweise, die ein bisschen anders sind als bei den Griechen, haben die unabhängig voneinander die Sachen entdeckt. Ja, und der Herr Joseph, da, der beschwert sich da auch teilweise, weil er sagt, das ist ganz interessant. Also beim Satz von Pythagoras und anderen Dingen, die die Griechen auch schon hatten, ist immer das Argument, es gibt da so Ähnlichkeiten in der Formulierung, aber man kann nichts nachweisen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass zwei Leute das unabhängig voneinander entdecken. Also haben es die Griechen erfunden und die Inder haben das nur irgendwie mitbekommen. Und umgekehrt, bei der Analysis wird aber so gesagt,
Nee, die Europäer, die haben da nichts von den Indern mitbekommen. Das haben die schon selber auch erfunden. Also da haben halt zufällig zwei Leute das mit 400 Jahren Zeitverzögerung dasselbe erfunden. Das kann ja mal passieren. Sagt er, das kommt ihm ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen vor, wenn man es im einen Fall so sagt und im anderen Fall so. Wir werden nachher sehen, wo es relativ klar nachvollziehbar ist, ist bei einigen Textaufgaben. Ist das sehr unwahrscheinlich, dass zwei Leute auf dieselbe alberne Textaufgabe mit genau denselben Zahlen kommen. Also das ist im Prinzip diese Vögel-Dingsaufgabe, die wir letzte hatte, ist so ein bekanntes Beispiel, wo man einfach gut nachvollziehen kann, wo taucht die zum ersten Mal auf und wie ist die dann quasi gewandert durch die Länder. Ja, was wird da mit dem Satz des Pythagoras gemacht? Ja, Flächenverwandlungen, eigentlich auch was es bei den Griechen sehr ähnlich gibt, sind, hier sieht man mal, wie so der Stil ist von diesen Dingen, konstruiere ein Quadrat, das in der Fläche zwei ungleichen Quadraten gleichkommt, schneide vom größeren Quadrat ein Rechteck ab, dessen andere Seite der kleineren Quadratseite entspricht. Das Seil über die Diagonale des Rechtecks ist die Seitenlänge des gesuchten Quadrats. So, jetzt vielleicht mal als Bild. Also wir haben hier das große Quadrat, davon schneiden wir ein Rechteck ab, dessen andere Seite die Seitenlänge des kleinen Quadrats ist. Jetzt zeichnen wir darüber die Diagonale. Und dann ist die Behauptung, dieses hier ist die Summe. Warum ist das okay? Ja, wenn man jetzt mal scharf nachguckt, ist ja hier unten wieder das Dreieck drin mit den Seitenlängen A, B und C. Und es gilt genau B Quadrat plus A Quadrat ist gleich C Quadrat nach Satz des Pythagoras. So. Deswegen funktioniert diese Konstruktion. Konstruiere ein Quadrat, das in der Fläche der Differenz zweier Quadrate gleichkommt. Schneide vom größeren Quadrat ein Rechteck ab, dessen andere Seite der kleineren Quadratseite entspricht. Okay, haben wir gerade auch gemacht. Spanne ein Seil entlang der einen langen Seite des Rechtecks und trage es diagonal auf die andere ab. Das würden wir wohl in den Zirkeln nehmen. Dort, wo es landet, ist die Seitenlänge des gesuchten Quadrats. Schauen wir uns auch mal an. Hier ist das jetzt so ein bisschen in der Mitte reingeschoben. Hier ist so die B-Abteilung. Jetzt nimmt der die Länge B hier unten in den die Länge C hier unten in den Zirkel und trägt die sozusagen hier oben auf der anderen Seite nochmal ab. So. Und jetzt haben wir hier natürlich auch wieder die Länge C. Hier haben wir die Länge A. Hier haben wir die Länge B. Und jetzt gilt ja auch wieder das A-Quadrat, das ist dieses innere Quadrat, plus das B-Quadrat muss zusammen die große äußere Figur ergeben, das C-Quadrat. Also es ist genau dieser Haken, der hier außen rum läuft. Der ist genauso groß wie das B, also ist tatsächlich das A die Differenz von C und B. So ist das gemacht worden, auch mit Satz von Pythagoras. So. Wurzel aus 2, da gibt es auch, das zieht sich jetzt so durch. Ich glaube, bei den Arabern habe ich es noch vergessen, dieses Näherungsverfahren für die Wurzel 2. Aber hier, Pi kommt natürlich gleich auch noch, bleibt nicht aus. Erhöhe die Maßzahl um ihr Drittel und dieses Drittel um ihr eigenes Viertel abzüglich des 34. Teils des vierten Teils. So, das hieße Wurzel 2 wäre ungefähr 1 plus ein Drittel plus ein Drittel mal ein Viertel minus ein Drittel mal ein Viertel mal ein 34. ist, und das ergibt 1,4142157. Richtig wäre hinten 4216. Also ist nicht so schlecht. Wie könnte man da drauf gekommen sein? Ist jetzt nicht dokumentiert in diesen beiden Sulba-Sutras. Aber es gibt so einen Versuch der Rekonstruktion durch Verfahren, die in den Sulba-Sutras enthalten sind, wo man sich versucht zu erklären, wie könnten die das gefunden haben. Und das ist das hier unten. Da legt man zunächst mal zwei Einser-Quadrate zusammen. Also so nebeneinander.
hier links ist ein Einserquadrat und rechts ist ein Einserquadrat. Und jetzt ist ja wieder die Idee, wenn ich aus den Zweien ein Quadrat mache, wo ich alle Flächen unterbekomme, dann ist das ja wieder eins, was als Seitenlänge genau Wurzel 2 hat. Ne? Weil 1 Quadrat plus 1 Quadrat ist 2 und davon die Seitenlänge wäre dann Wurzel 2. So, jetzt geht der hier hin und schnibbelt das erstmal in 3 gleiche Teile, legt die hier so dran und dann schneidet er das hier auch nochmal wieder, das letzte Drittel schneidet er auch nochmal in 1, 2, 3 Teile. Da legt er jetzt eins hier oben rein und die anderen, die packt er da so an die Seite. So, und jetzt hat man hier also 1, hier hat man ein Drittel und hier hat man ein Viertel mal ein Drittel. Wo kommt das Viertel her? Weil diese zweiten Drittel sind da jeweils in 4 Teile geteilt worden. Also da gibt es 8 Stücken von. Jetzt ist aber immer noch nicht klar, was ist denn jetzt, wo kommt denn da diese komische 34 her? Dazu muss man was über die Einheiten wissen. Und zwar haben die eine Einheitenumrechnung, wo die sagen, von ihrer längeren Einheit, also sag ich mal, die eine Längeneinheit, die nächste, die hat 12 von dieser kleineren Längeneinheit. Das muss man irgendwie wissen, dann sieht man nachher, wo die 34 herkommt. So, jetzt gucken wir uns das Ding hier nochmal genauer an. Also, dann habe ich hier 1 und jetzt gehe ich direkt in die kleinere Maßeinheit rein. Also, ich habe hier 1 plus ein Drittel plus ein Viertel mal ein Drittel. So, und das entspricht mit den 12 Längeneinheiten 12 plus 12 Drittel sind 4 plus 4 geteilt durch 4 ist 1 ist gleich 17. Ist okay, ne? So. Und jetzt sagt er, naja, das ist ja noch nicht ganz richtig, was man hier sieht. Ne? Das Problem ist ja, hier oben fehlt noch so eine Nase. So, dann wäre es ein Quadrat, wenn das gefüllt wäre. Jetzt sagt er, okay, ich schneide hier und ich schneide hier so einen dünnen Streifen ab. Also ich schneide erst einmal einen Streifen ab und dann das andere Mal. Und ich tue mal so, als wären die so dünn, dass das nicht schlimm ist, dass ich hier was abgeschnitten habe und dann da noch mal was abschneide. Also ich tue mal so, als würden die Seitenlängen gleich bleiben. Das ist sozusagen die etwas Trickserei bei der Geschichte. Der sagt jetzt, okay, wenn ich hier unten dünn, also ich sollte das nicht aus dem Bild legen, wenn ich da unten dünnen Streifen abschneide, der ist auf jeden Fall 17 lang und wie dick der sein muss, das muss ich mir gleich noch überlegen. Und hier oben wäre der ja auch 17 lang, aber wie dick ist, muss ich mir noch überlegen. Stimmt nicht ganz, weil wenn ich hier erstmal was abschneide, dann ist der ja auf der anderen Seite gar nicht mehr genau 17 lang. Ne? Aber ich muss ja nur was ganz, ganz Dünnes abschneiden und das ist so dünn, dass das nicht wirklich ins Gewicht fällt. Das ist ja nur eine Näherungslösung, keine exakte Lösung. Also ungefähr so. Also wenn ich das jetzt mal so mache, dann könnte ich das ja, damit das hier oben reinpasst, das Ding hier ist genau 1 und das ist auch genau 1. Das heißt, ich sollte das in lauter Einser lange Streifen schneiden. Dann habe ich also, hier habe ich so 17 Einserstreifen und hier habe ich 17 Einserstreifen und die muss ich in ein Quadrat unterbringen, das 1 mal 1 groß ist. Okay, dann muss ich die aber ein 34stel dick machen. Weil ich habe 17 hier und ich habe 17 hier, sind insgesamt 74. Und damit die da alle reinpassen, dürfen die alle nur ein 34stel dick sein. So, also ne, ich habe jetzt hier links 17 Stück. 17 Stück von der kleine Längeneinheit 1 mal ein 34stel kleine Längeneinheit und ich habe auf der Seite habe ich auch noch mal 17 Stück kleine Längeneinheit 1 mal ein 34stel. So, und jetzt muss ich das nur wieder in die große Längeneinheit umrechnen und die große Längeneinheit ist ja genau ein Zwölftel. Also ist das ein Zwölftel, ne, hier dieses 1 durch 3 mal 4 und deswegen steht hier oben 1 durch 3 mal 4 mal ein 34stel. Damit ich wieder in der großen Längeneinheit bin. So, stimmt natürlich nicht genau,
Ne? Aber da steht ja auch Wurzel 2 ist nur ungefähr. Und warum stimmt es nicht genau? Naja, wenn ich hier unten den Streifen abschneide, dann ist das ja gar nicht mehr 17 lang, sondern ein kleines Stückchen kürzer. Ein 34. zu kurz. Deswegen, man könnte jetzt weitergehen und sagen, okay, ich bastel dann nochmal wieder und nochmal wieder. Aber so kommt man schon auf eine ganz passable Näherung. Ja, dann Quadratur des Kreises. Ich bin heute so schnell. Ein bisschen langsamer. Also die Quadratur des Kreises. Wie ist das gemacht? Das geht so schrittweise. Das Bild entsteht wie folgt. Jetzt lege ich das mal hier. Na, das kann ich, glaube ich, einfach dazu erzählen, ohne das mit der Kamera zu machen. Man fängt mal an mit dem Quadrat ABCD und sagt, dessen Flächeninhalt kennt man, der ist A Quadrat, weil man hat hier als eine Seite, nimmt als Seitenlänge A. Jetzt entsteht eine Konstruktion. Die Konstruktion ist so, dass ich erstmal O mit D verbinde und dann außerdem zeichne ich hier sozusagen normal auf DC einfach irgendwie eine Gerade und dort, wo mit diesem Radius hier so rüber gedengelt, entsteht oben das P. Und jetzt kommt das, was man halt einfach glauben muss, wo einem das Ding das einfach sagt. Das sagt die Näherung, die verwenden, wo die sagen, also so groß muss ungefähr der Kreis sein. Okay, hier hat man mal die Länge 1/2 a und jetzt muss man ja so ein Stückchen drüber, um irgendwie das auszugleichen, was hier innen drin fehlt. Und was sie einfach als Näherung sagen, naja, das passt ganz gut, wenn ich hier ein Drittel nehme. Aber das ist quasi der Punkt, an dem genähert wird. Sie wissen ja exakt, lässt sich das gar nicht machen. Es gibt keine Konstruktion, die diesen Punkt finden könnte. Aber die sagen, okay, so beim Drittel sollte das ganz gut passen. Und damit kommt man dann weiter. Ich glaube, ich rechne das jetzt trotzdem nicht vor, weil ich das auch nie im Leben als Beweis in der Prüfung fragen würde. Das Einzige, was man dann noch braucht, ist, okay, jetzt muss ich hier rauskriegen, wie gewisse Längen sind und so. Also, ne, weil da, wie lang ist hier die Diagonale? Aber da haben wir ja hier den Sinus 45 Grad und so. Und damit kriegt man das dann schon raus. Und dann entsteht quasi die Näherung für die Seite ist einfach, dass das hier von der Länge eben Wurzel 2 minus, das müsste das Wurzel 2 minus 1-fache irgendwie sein. So, und wenn man das dann, und jetzt kann man ja wieder einsetzen, okay, wenn man jetzt weiß, also Pi kennt man natürlich nicht, Pi ist jetzt wieder eine Variable, und dann sagt man wieder, okay, welche Fläche hätte denn dieser Kreis? Da kommt dann raus, Pi 36. mal a, Klammer auf, 2 plus Wurzel 2, Klammer zu, in Klammern zum Quadrat. Ja, und jetzt hat man hier a Quadrat und da hat man das a noch drin. Aber wenn man das mal auflöst, dann fällt natürlich das a Quadrat raus und man kann die ganze Geschichte nach Pi auflösen und dann kommt man auf einen Näherungswert für 3,08 für Pi. Aber der Trick an der Stelle ist, weswegen das keine exakte Konstruktion ist, ist einfach, dass dieses ein Drittel geraten oder gut abgeschätzt oder irgendwas ist. Da gibt es jetzt keine konstruktive Begründung für. Und Sie sehen ja auch, dass das gar nicht so super toll ist. Und da hatten wir ja letztes Jahr da bei dem Chinesen schon einen deutlich besseren Wert für Pi. Andererseits besser als in der Bibel, wo 3 stand. Ja, dann die jainistische und buddhistische Periode. Was es da gibt, was interessant ist, ist verschiedene Unendlichkeiten. Ich weiß gar nicht, ob man im Lehramtsschul... Machen Sie mal Aleph 1 und sowas? Also Sie haben wahrscheinlich schon mal gehört, dass die reellen Zahlen überabzählbar sind, oder? Und da vielleicht auch dieses Cantorsche Diagonalenverfahren gesehen, wo Ihnen mal einer gezeigt hat, dass es genauso viele Bruchzahlen gibt wie natürliche Zahlen. Und sowas Ähnliches gibt es ja auch. Es gibt zählbare Zahlen, aber die etwas merkwürdige Vorstellung, dass es eine größte Zahl gibt. Und dann hangeln die sich aber von den größten zu den unzählbaren Zahlen hoch, dadurch, dass sie sagen, ja,
Also wenn jetzt zwei Leute bis zur größten Zahl gezählt haben, das nimmt man zusammen und dann noch einer und noch einer, bis man zählbar viele Menschen hat. Und dann geht das sozusagen weiter. Das sind dann die unzählbaren Zahlen. Und dann geht das noch weiter unendlich, fast unendlich, echt unendlich und unendlich mal unendlich. Das ist natürlich mathematisch nicht wirklich haltbar oder mit moderneren Vorstellungen kompatibel. Aber es ist interessant, dass da schon die Idee ist, es könnte so, auch im Unendlichen könnte es noch Differenzierungen geben. Also es ist nicht alles das Gleiche unendlich. Das ist ganz interessant. Ja, was es auch noch gibt, sind in dieser jainistisch-buddhistischen Periode sind Anfänge der Mengenlehre. Es wird erkannt und dann auch hingeschrieben, dass Wurzeln gebrochene Potenzen sind, also dass dieser Zusammenhang Wurzel ziehen, potenzieren und Schreibweisen dafür. Und es gibt schon einiges aus, da fehlt ein N, ausgerechnet bei der Kombinatorik fehlt ein N, das ist natürlich nicht gut, Permutationen, Kombinationen und den binomischen Leersatz bis N gleich 4 kannten die da auch schon. Und das ist schon ganz okay. So, dann für Sie vielleicht, jetzt kommt wieder was, was Ihnen näher ist, der Dreisatz, beziehungsweise Ihnen ja nicht, weil Sie den Schlussrechnung nennen. Hier heißt Trairasika. Gemäß Trairasika multipliziert man die Phala Rasi, das wären die Kosten der Früchte, mit den Ika Rasi, der gewünschten Anzahl Früchte, und teilt durch die Pramana, also durch die Früchte. Das gewünschte Ergebnis ist dann Ika Phala, die Kosten der gewünschten Anzahl Früchte. Ist ein bisschen schwer verständlich, mit dem Beispiel geht es jetzt leichter. Also Sie müssen sich hier der George Joseph, viel in England gelebt, 8 Orangen kosten 92 Pence. So, jetzt sind diese 92 Pence, sind die Phala Rasi, Kosten der Früchte, und die Pramana, das sind die 8, die Anzahl Früchte, die man für die 92 Pence bekommt. Und jetzt will man wissen, was kosten die 14 Orangen? Ja, die 14, das sind die Ika Rasi, die gewünschte Anzahl der Früchte. Und jetzt so. Und jetzt müssen wir mal überlegen, ob das stimmt. Also ich nehme die Phala Rasi, die 92, mal mit den 14 und teile dann durch 8. Das soll das richtige Ergebnis sein. Das klingt ganz vernünftig. Ne? So machen Sie das in der Schlussrechnung im Prinzip auch. Sie könnten natürlich auch sagen, Sie teilen die 92 geteilt durch 14, dann haben Sie die Kosten pro Frucht geteilt durch 8. Und nehmen das dann mal 14, das wäre eigentlich eingängiger, ne? Wenn man sich es mal so richtig überlegt. Aber so ist es halt hier nicht argumentiert. So, und dann ist hier noch eine ganz trickreiche Aufgabe dabei. Die könnte man mal als Rätselaufgabe nehmen aus diesem Bakshali-Manuskript. 2 Pagenjungen sind Begleiter eines Königs. Für ihre Dienstleistungen bekommt einer 13 Sechstel Dinare pro Tag. Bin mir gespannt, mit welchem Messer die Dinare auseinandergeschnitten haben. Also Sie merken schon, auch das sind Einkleidungen. Und der andere bekommt 3,5 Dinare pro Tag. Der erste schuldet dem zweiten 10 Dinare. Berechne und sage mir, wann Sie gleich viele Dinare haben. Das ist jetzt ganz tricky gemacht an der Stelle. So, jetzt überlegt er sich das so. Also der sagt, wann geht sich das gut aus mit den 10 Dinaren? Wenn ich das kleinste gemeinsame Vielfache von 10, 6 und 2 nehme, das wäre nicht blöd. Weil dann kann ich super 10 abziehen und das kann ich auf jeden Fall durch 2 teilen und das kann ich durch 6 teilen. Also probiere ich das mal, das kleinste gemeinsame Vielfache von 6, 2 und 10 ist 30, wenn ich mich nicht ganz irre. So, jetzt schreibe ich mal die wichtigen Rahmendaten auf. Wir gucken mal, 30. Ja, 30. Machen wir mal 30 Tage. 30 Tage, das klingt doch vernünftig. Das können wir mal ausprobieren, ob das hinhaut. Also, und der eine bekommt 13 Sechstel, muss ich mir mal notieren, und der andere bekommt 3,5.
30 wäre dann gut, dann hebt sich, wenn ich 30 Tage nehme, dann kann ich durch 2 teilen, kann ich durch 6 teilen, kriege ich die 10 Dinare irgendwie abgezogen. Gut. Der eine bekommt pro Tag 13 Sechstel. So, jetzt schreibe ich das mal so auf, wie Sie das gelernt haben. Jetzt will ich auf 30 Tage. Schreiben Sie das so? Ja, ne? So bei der Schlussrechnung, das ist schon ganz üblich. Also so kenne ich das. Wir haben jetzt den Vorteil, wir müssen gar nicht erst auf 1 runter, weil hier schon 1 steht. Das ist natürlich super. 30 geteilt durch 6 ist 5, oder? Also 5 mal 13 ist 50 plus 3 ist 65. Hat der hier mal, beziehungsweise eigentlich hat er ja minus 10, also hat er 55. So, und der andere, der kriegt für einen 3 halbe. ist 90, geteilt durch 2 ist 45. Also hat der 45, aber der kriegt ja vom anderen 10. Mann, verdammte Kiste, gar nicht so blöd, wie der sich das überlegt hat. Müsste man mal ausprobieren, wie das mit anderen Zahlen ausschaut. Gut, also das sind so Aufgaben, die da in diesem Arabiata drin sind. So, das hier ist auch schön. Das ist jetzt richtig aufwendig, da brauche ich definitiv meinen Spickzettel. Das kommt dem schon sehr nah, was wir unter Algebra verstehen. O Jungfrau mit den strahlenden Augen, sage mir, da du die Methode der Umkehrung verstehst, welche Zahl mit 3 multipliziert, dann um 3/4 des Produkts erhöht, dann durch 7 dividiert, dann mit 1/3 des Ergebnisses vermindert, dann mit sich selbst multipliziert, dann um 52 vermindert, daraus die Quadratwurzel gezogen, bevor 8 hinzugefügt und dann durch 10 dividiert wird, ergibt das Endergebnis von 2. So, für Sie ja ganz leicht, Sie schreiben halt einfach hin, ne? X mal 3 durch 4 und so weiter. Aber jetzt ist ja, X ist nicht, ne? Also X ist nicht, aber da steht ja die Methode der Umkehrung. Ja, jetzt müssen wir das sozusagen, wir müssen das immer einen Schritt rückwärts machen. Wir gehen einfach von hinten durch und heben das immer auf. An ein paar Stellen muss man da ein bisschen aufpassen, weil wenn da zum Beispiel steht, das wird um 3/4 des Produkts erhöht. Da muss man so ein bisschen überlegen, wie das mit dem, wenn man jetzt von hinten kommt, wie dann eigentlich genau die Umkehrung ist. Weil das heißt ja quasi plus 3/4 mal das X. Und wie kriegt man das dann umgekehrt? Aber das kriegt man schon hin. So. Anfang ist mal leicht. Also am Anfang haben wir 2. Dividiert durch 10 ergibt 2. Also ist der erste Schritt, das umzukehren. Davor war es also 20. Bevor 8 hinzugefügt und dann durch 10 dividiert wird. So, jetzt muss ich also von den 20 aber die 8 dann wieder abziehen, die hinzugefügt wurden. Daraus die Quadratwurzel gezogen. Also war das ursprünglich mal 12 Quadrat, ist 144. Dann um 52 vermindert, also müssen wir jetzt zu den 144 die 52 wohl wieder dazu zählen, ist 196. Dann mit sich selbst multipliziert. Okay, jetzt müssen wir aus der 196 die Wurzel ziehen. Das geht glücklicherweise glatt auf und ergibt 14. Sage ich mal so, weil mein Spickzettel direkt daneben liegt. So, dann mit 1/3 des Ergebnisses vermindert, dann mit sich selbst multipliziert. Hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Um 1/3 seines Ergebnisses vermindert, also ist das Endergebnis 2/3. Ist um 1/3 vermindert worden, das Endergebnis ist 2/3. Ich muss also 14 geteilt durch 2/3 rechnen, wenn ich wieder das Ursprüngliche haben will. Oder ich könnte auch sagen, 14 mal 3/2, wenn mir das lieber ist. Nur da muss man, an der Stelle muss man tatsächlich etwas aufpassen. Das ist dann 21. Dann durch 7 dividiert, also muss ich jetzt wieder rechnen, 21 mal 7 ist gleich 147. Dann um 3/4 des Produkts erhöht. Oh. Also um 3/4 des Produkts ist das erhöht worden. So, da war die Stelle, wo ich ziemlich gehangen habe.
Wenn das um 3/4 erhöht worden ist, also ursprünglich waren es 4/4 und 3/4 kommen dazu, dann sind es 7/4. Also das ist 147 ist 7/4 des ursprünglichen Ergebnisses. Also 147 geteilt durch 7/4. So. Pi mal Daumen würde ich sagen, das könnten ungefähr 84 sein. Welches mit 3 multipliziert? Aha, also muss ich jetzt die 84 wieder durch 3 teilen. Habe ich 28. Und da bin ich fertig. So, jetzt muss ich natürlich noch mal gucken, ob das umgekehrt stimmt. Schauen wir mal. Probe. 28 mit 3 multipliziert ist 84. 84 plus 1/4 von 84. 3/4 von 84. Hier Nebenrechnung, 84 geteilt durch 3 ist gleich 81 geteilt durch 3, na Moment, 3, 60 sind 20. Ach so, stimmt, 28 und die dann aber mal die, Moment, ja, ich bin echt ein Witzbold. So, und die 28 jetzt aber noch durch 4 teilen ist gleich 6, oder? Ah, nee, mal um 3/4 erhöht. Jetzt bin ich komplett blöd. 84 mal 4 muss ich das jetzt nehmen, oder? Nein. Um 3/4 erhöht. Was rechne ich denn hier eigentlich? Ich muss von 84 3/4 rechnen, geteilt durch 3 mal 4. Ach so. 84, nein, ich muss rechnen 84 mal 3/4. Ich bin ja ein Witzbold. Genau. 84 mal 3 ist... 4, 6, 12, 9, 17. 17 plus 8 ist 25, oder? Ja, 24 plus 4 ist 21. Und 21 mal 3 ist 63. Also 84 plus 63 sind 147. Wunderbar, da sind wir immer noch richtig. So, jetzt die 147, ich weiß aber jetzt nicht mehr, an welcher Stelle wir waren. Durch 7 dividiert. 147 durch 7 ist 21. Das steht ja hier, hier steht ja 21 mal 7 ist 147. Okay, den Rest glauben wir jetzt einfach. Wir haben eh nichts falsch gemacht, die Lösung stand auch in dem Buch drin, ich habe es nur zu spät gesehen. Was gibt es sonst noch in der klassischen Periode? Bestimmte und unbestimmte quadratische Gleichung. Das schauen wir uns aber gleich noch beim Herrn Kwarizmi an. Trigonometrie, da ist der Übergang von dieser griechischen Chorda, wo die noch mit diesem Sehnendreieck gearbeitet haben, dann zu tatsächlich der Bestimmung von den Winkeln an rechtwinkligen Dreiecken, wie Sie das kennen. Das kommt auch von den Indern her. Es gibt geometrische Interpretationen von arithmetischen Reihen. Da habe ich jetzt leider kein Bild mitgenommen, dass man kann relativ viele, wir haben das am Anfang mal so, ich habe, glaube ich, mal bei den figurierten Zahlen da sowas gezeigt. Da gibt es das ja auch, dass man quasi sich überlegen kann, wenn man wissen will, was die Summe der ersten 100 Zahlen ist, dass man das irgendwie abschneidet, doppelt hinlegt und dann sagt, dann entsteht ja so ein Quadrat und das hat als eine Seite eine lange n und als andere n plus 1. Also ist die Summe der ersten n Zahlen einfach immer n mal n plus 1. Und solche Argumente haben die auch viel, wobei die eben Flächen zerschneiden und dann nicht so Punktmuster hinmalen. Dann gibt es eine Verallgemeinerung der Heronschen Flächenformel, die ja fürs Dreieck ist, auf allgemeine Sehnenvierecke, also solche Vierecke, die einen Umkreis haben. Und in diesem Bhaskara 2, von dem Herrn Bhaskara 2, geschätzt um 1150, gibt es dann die Lösung von verschiedenen Problemen mit infinitesimalen Methoden, nämlich Pi bestimmen. Die momentane Geschwindigkeit eines Planeten ist eine Fragestellung und
die Bestimmung der Oberfläche und des Volumens der Kugel. Tatsächlich mit so Limes-Argumenten im Grunde genommen. Wir hatten ja gesehen, dass es, also so ganz, ganz frühe Elemente davon gibt es schon auch bei den Griechen. Das war diese Idee der doppelten Reductio ad absurdum, wo man so sagt, das eine kann nicht kleiner werden. Aber die haben hier halt weniger Probleme mit dem aktuellen Unendlichen und dann zu sagen, ah, das wird so und so oft wiederholt und dann kommt da am Ende das raus. Das war bei den Griechen ja eher noch nicht so besonders gerne gesehen. So, dann Beweisverständnis und Logik. Da gibt es massive Unterschiede. Beweise heißen, oder die Art von Beweisen jedenfalls, heißt Upapatti, was so viel übersetzt heißt wie überzeugende Demonstration. Und es gibt in der indischen Mathematik ganz lange, also bis noch in diese Kerala-Episode, da ins 15. Jahrhundert halt, keine Restriktionen auf axiomatisch-deduktives Arbeiten, wie das bei den griechischen Mathematikern ganz typisch war. Das liegt daran, dass die, aber dazu erfahren Sie dann wahrscheinlich eh viel mehr in Philosophie der Mathematik noch oder haben schon erfahren, je nachdem in welcher Reihenfolge Sie das studieren. Man sagt ja, was ist die Ontologie der mathematischen Gegenstände? Also was sind die eigentlich? Gibt es die nur in unserem Kopf oder sind das Beschreibungen von realen Gegebenheiten, die man damit zu erfassen versucht? Und bei den Griechen waren das halt ideale Figuren des reinen Denkens und deswegen die Beschränkung, dass man mit möglichst wenigen Grundaussagen auskommt und dann alles durch logisches Ableiten aus diesen herstellt, um eben auch in der Welt des reinen Denkens sich zu bewegen. Und der Unterschied ist eben hier, dass wirklich das, was als geometrisch akzeptiert wird, sind halt die realen Figuren, die Anzahlen und so weiter. Und dadurch sagt man dann, ach, es ist auch okay, durch Figurenfolgen, also durch so Zerlegungsbeweise und so etwas zu beweisen. Und auch Zahlenbeispiele gelten in gewisser Weise als Beweise. Und das gibt es dann später auch irgendwann, so nach der Grundlagenkrise im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, gibt es das auch in Europa mal eine Phase, die strikte Ablehnung indirekter Beweise. Insbesondere, sie können nicht die Existenz eines Objekts durch einen Widerspruch beweisen. So, und das ist aber was in der normalen Mathematik durchaus gar nicht so selten vorkommt, dass man sagt, das muss es geben, weil wenn ich das Gegenteil annehme, führt das auf einen Widerspruch. Es gibt zum Beispiel dieses Prinzip, dass jede absteigende Folge natürlicher Zahlen hat ein kleinstes Element, gibt so einen Satz der elementaren Arithmetik. Und da wird dann auch oft so bewiesen, dass man dann sagt, hier ist eine absteigende Folge von Zahlen, die kann nicht unendlich weitergehen, weil die muss an ein Ende kommen, also es muss ein kleinstes Element existieren. Und das wäre sowas, was hier eigentlich nicht akzeptabel ist. Was okay ist, dass man beweist, dass etwas unmöglich ist. Das nennt sich Tarka. Aber im Grunde genommen, wenn man so sieht, wie weit die da gekommen sind, bis zu den infinitesimalen Methoden, ist das schon irgendwie ja, überraschend, dass obwohl es nicht diese Beschränkung auf das rein axiomatische Denken gibt und obwohl es keine indirekten Beweise gibt, man sich irgendwie doch gar nicht vor der westlichen Mathematik verstecken musste, wo ja doch eigentlich immer ganz gerne gesagt wird, diese griechische Methode, die ist für die ganzen Erfolge verantwortlich. Das kann man hinterfragen auf Basis der indischen Mathematik. So, hier sehen Sie das mit diesen Überlieferungswegen. Die Inder hatten viel Kontakt mit China, die Inder hatten aber auch viel Kontakt mit den Ostarabern und darüber sind dann von China einige Aufgaben nach Indien und dann so nach Mesopotamien Textaufgaben gegangen und dann wandert das immer so weiter bis ins Abendland hinein. Das müssen wir jetzt nicht viel genauer anschauen. Hier sehen Sie so einige wichtige Zentren, Byzanz zum Beispiel, ja, Bagdad, dann das wichtigste Zentrum des ostarabischen Bereichs und Cordoba, das wichtigste Zentrum des westarabischen Bereichs. Und Italien ist ja dann das, wo dann, also wenn man so sagt, das finstere Mittelalter hört auf und dann geht es weiter in Italien. Also Leonardo von Pisa ist dann halt so mit einer der ersten
wo man dann sagt, ah, da fängt es dann langsam wieder an, dass die Mathematik im europäischen Bereich dann weitergeht. Aber das kommt dann ja erst nächste Woche. Nah- und fernöstliche Kulturen, Länder des Islam. So, also vom 7. bis 15. Jahrhundert breitet sich der Islam über die Länder des Nahen und Mittleren Ostens, Nordafrika und Spanien aus. Und diese Länder erleben eine kulturelle und wissenschaftliche Blüte unter dem Islam, weil eben das da auch wieder ist wie bei den Mongolen. Die Herrscher fördern das in besonderer Weise. Lange Zeit hat man den arabischen Wissenschaftlern irgendwie nur Credit gegeben, würde ich mal sagen, für die Übersetzung und Überlieferung der griechischen Quellen. Und die islamischen Gelehrten haben sich auch sehr strikt an die griechischen Beweistraditionen gehalten. Also die wollten beweisen. Das ist jetzt ganz anders als bei diesen indischen und anderen Sachen. Insbesondere als bei der chinesischen Mathematik, wo wir auch gesagt haben, das waren eigentlich nur so Sammlungen von Aufgaben und Regeln. Bei der vedischen Mathematik dann auch klassische Periode. In Indien geht das dann mit diesem Upapata los. Aber die klauen sozusagen oder integrieren viele von diesen numerisch-pragmatischen Verfahrensweisen und stellen die halt auf sozusagen auf solidere Füße. Und sie tragen natürlich maßgeblich zur Verbreitung der indisch-arabischen Zahlzeichen dabei, was man nicht unterschätzen darf. Also gegenüber den in Europa damals gebräuchlichen lateinischen Zahlzeichen haben die halt doch einfach massive Vorteile von der Zahldarstellung und der Rechnerei. Es gibt maßgebliche Eigenleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der Algebra, etwas weniger in der Geometrie, relativ viel dann wieder in der Trigonometrie. Teilweise sind die erst in jüngerer Zeit gewürdigt worden. Und was auch so ein bisschen ist, dass man sich, also man kennt, hier ist noch sehr viel unerschlossen von dieser westislamischen Tradition, was hier so im Maghreb und im nordafrikanischen Bereich eher ist. Erschlossen ist eigentlich eher das, was in diesem östlichen Bereich ist. So, und dann steht hier, mathematische und astronomische Forschung ist in hohem Maße Gottesdienst. Es gibt sogar so eine englische Dissertation, wo die heißt, glaube ich, so Mathematik als Gottesdienst quasi für das Dings. Also es sind sehr viele der Fragestellungen sind mit religiösen Problemstellungen verbunden. Zum Beispiel, wie kriege ich raus, wo Mekka liegt? Das ist ja gar nicht so leicht, wenn Sie da See fahren und sollen dann, ne? Oder Zeitmessungen, weil dann zu gewissen Stunden und so die Gebete angesetzt sind. Und das Erbrecht ist sehr aufwendig. Und diese Fragestellungen befördern Mathematik. Das geht dann aber immer darüber hinaus. Also das ist ganz klar, dass Mathematik sich dann über die Frage, die Leute, wie Ihnen das vielleicht auch schon mal geht, wollen dann auch irgendwie dann nochmal wissen, und wie geht das jetzt grundsätzlich und so, und entwickeln die Mathematik dann auch über die unbedingten Notwendigkeiten hinaus weiter. So, jetzt hier Zeittafel für den Islam, die ist ganz, ganz grob. 622 beginnt die islamische Zeitrechnung, weil da Mohammed von Mekka nach Medina auswandert. 632 ist er tot. Und 635 bis 750 sind so die ganz wesentlichen islamischen Eroberungen. Damaskus, Mesopotamien, Persien, Ägypten, Übertritt nach Spanien von Gibraltar her, Vorstoß bis zum Indus. Ab 750 ist das dann so ein großes Gebiet, dass sich das in zwei Teile teilt. 762 wird Bagdad gegründet und ist das kulturell-wissenschaftliche Zentrum des ostarabischen Gebiets. Und dieses oder ostislamischen Gebiets und das westislamische Gebiet, das hat halt da in Spanien bei Córdoba sein Zentrum. Mathematisch werden normalerweise drei Perioden unterschieden. Irgendwie sind das immer drei. Na, bei den Griechen hat man, glaube ich, vier. Die erste Periode, da haben die tatsächlich alles aufgesogen, die ganzen griechischen Schriften übersetzt in diesem Haus der Weisheit in Bagdad. Unter anderem von den Leuten, die wir schon mal hatten, Ptolemäus, Euklid, Apollonius, Archimedes, Diophant und Theron, alles auf Arabisch übersetzt. Dann entsteht aber auch das Kommentieren und das Korrigieren kleinerer Fehler. Und dann geht das so in diese zweite Periode über,
wo tatsächlich dann auch eine eigenständige mathematische Kultur entsteht mit Beiträgen zu Arithmetik, Zahlentheorie, Algebra, Geometrie, Trigonometrie, Anfänge der Näherungsrechnung und auch wieder Anfänge der Analysis. Und da gibt es die dritte Periode, 950 bis 1500, eher ein bisschen grob. Ne? Da ist dann eine zunehmende Hinwendung zu vor allem astronomischen Berechnungen und sphärischer Trigonometrie und zu Näherungsmethoden in Algebra und Astronomie, vermutlich auch ein bisschen beeinflusst durch Kontakte mit China ab 1300, die viel so Näherungszeug hatten. Und 1492 fängt das so langsam an, so ein bisschen eingebremst zu werden. Da ist die Rückeroberung von Spanien durch die Christen und das Ende der Maurenherrschaft in Spanien. So, jetzt gucken wir mal, wie unsere schriftlichen Rechenverfahren entstanden sind. Das ist wirklich ganz interessant, weil man sich hier überlegen muss, die haben ja nicht mit Federn auf Papier geschrieben, sondern die haben im Sand gerechnet. Und dieses Verfahren ist deutlich davon geprägt. Also uns kommt das deswegen so ein bisschen blöd vor. Ich muss mal gucken. Jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, um an die Tafel tatsächlich zu schreiben, weil die Tafel simuliert das eigentlich mit am besten, warum das so als Verfahren okay ist. Sie würden ja immer sagen, Sie fangen quasi bei der kleinsten Ziffer an und rechnen dann. Und die fangen jetzt bei der größten Ziffer rechnen an und korrigieren, also und die schreiben keine, Sie schreiben ja hier unten eine Ergebnisspalte, Zeile drunter. Die korrigieren einfach immer das vordere Ergebnis, die wischen immer was weg. Und wenn man eh immer was wegwischt, ist auch egal, ob man hinten anfängt und dann die Überträge schon immer oben stehen hat oder ob man vorne anfängt und dann einfach immer nochmal wieder korrigiert. Und deswegen rechnen die quasi von vorne nach hinten und nicht von hinten nach vorne, wie wir das gewohnt sind. Ich muss es aber, glaube ich, gar nicht am Papier machen. Was passiert hier? Okay, 5, da ist gar nichts dazu addieren, das ist langweilig. Also 56 plus 8. Okay, wischt man ja aus, 64, und muss sich natürlich auch merken, dass man jetzt schon was ausgewischt hat. Also können Sie nicht zwischendurch mal einen Mokka trinken gehen oder so, weil dann wissen Sie ja nicht mehr, wo war ich denn jetzt stehen geblieben. Okay, Sie haben das ausgewischt, 64, 25, jetzt gehen Sie weiter und rechnen 2 plus 3, Schwein gehabt, da kann ich hier direkt die 5 hinschreiben und ich habe keinen Übertrag. 9 plus 5 ist 14, nicht ganz so viel Schwein gehabt, muss ich also die 6 und die 4 da draus machen. Also das 55 wird wieder ausgewischt und 64 hingeschrieben. Ich habe an die letzte Stelle was hingeschrieben und damit weiß ich, ich bin fertig. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie subtrahiert man? So, weil ich gerade nicht mit aufgenommen habe, also nochmal, wie wird das gerechnet? 56 minus 8 ergibt 48, ist die erste Rechnung, die man macht. Jetzt hat man das normalerweise ausgewischt, dann sieht man ja auch, dass man was weggewischt hat. Jetzt geht es in die nächste Stelle, da müsste man eigentlich rechnen, 2 minus 3 ist ein bisschen schwierig. Also rechnet man 82 minus 3, kommt raus 79, wischt man hier wieder weg, schreibt das dahin. So, und jetzt muss man in die letzte Stelle gehen. Hat man 5 minus 9, ist auch schwierig. Nimmt man 95 minus 9, wischt man wieder weg, schreibt 86 hin, hat die letzte Zahl weggewischt, also ist man fertig. Die schriftliche Multiplikation. Zunächst mal, also da schreibt hier der Herr Berggren, schreibt dazu, die hatten scheinbar doch ein tiefes Verständnis des Stellenwertsystems, weil denen war klar, dass es vernünftig ist, wenn man zwei dreistellige Zahlen miteinander multipliziert, das so zu machen, dass man die zweite Zahl mit der einer Stelle da hinschreibt, wo die erste Zahl die 100er Stelle hat. Auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Und wie wird jetzt gerechnet? Wo kommt diese 6 daher? Die 6, die riecht ja förmlich nach 3 mal 2. So, okay, jetzt gucken wir mal weiter und als nächstes steht dann da 72. Also hier oben steht erstmal die 6 und dann 72. Wo könnte denn die 72 jetzt herkommen? Aha, da nimmt man, also da wird jetzt die 3, die man hier hat, wird mit der 243 mal genommen. Also der erste Schritt ist, dass man rechnet die 3 hier mal die 2. Ergibt die 6. Der zweite Schnitt ist 3 mal 4. 12 und hier den 7er hingeschrieben
Und der letzte Schritt ist 3 mal 3. Hier, 3 mal 3 ergibt 9. Auswischen, hinschreiben. Jetzt ist man hier oben wieder bis zu dieser Stelle fertig, wo man gewischt hat. Und jetzt geht es in dieser Zeile weiter. Was passiert jetzt? Naja, muss jetzt das mal 2 nehmen. 2 mal 2 ist 4. Plus die schon dastehenden 2 ergibt die 6. Nächster Schritt, 2 mal 4 ergibt 8, plus die schon dastehenden 6 ergibt 17. Also aus 69 wird 77. Und der letzte Schritt, 2 mal 3 ergibt 6. Und das ist jetzt ein bisschen verwirrend, da darf man die 2 natürlich nicht mehr dazu addieren. Ne? Weil mit der hat man ja gerade mal genommen, also da wird nichts dazu. Das hat mich vorhin so ein bisschen verwirrt, als ich mir das angesehen habe. Ist auch nicht gut erklärt in dem Buch. Aber hier wird natürlich nichts mehr dazu addiert. Das haben wir ja oben gerade auch so gemacht, dass wir das einfach ausgewischt haben. Das Addieren war ja nur, weil hier vorne schon Beträge aus der ersten Rechnung standen. Hier, das fällt einfach weg, die letzte Ziffer, die wird einfach ausgetauscht. So, und jetzt geht es in die letzte Zeile. Da ist dann, denke ich, klar, was passiert. Es wird jetzt die ganze Chose nochmal 5 genommen. Aus der 77 wird also eine 87 und dann wird mal 5 die 4 genommen, kommen also 20 dazu, wird aus der 76 hier eine 96. Und bei der 5 ist es wieder so, bei der 3 ist es wieder so, 5 mal 3 ist 15, da kommt der 10er dazu, aber der 5er ersetzt einfach den 5er. Weil da steht ja eigentlich nichts. Das ist ja so. Also man sieht schon, dass das Vorteile hat. Man könnte ja auch so rechnen, dass man eine Linie drüber schreibt und das nochmal hinschreibt oder so, aber es hat schon Vorteile, dass wir jetzt dann nachher das von hinten machen und nicht von vorne, weil man sich sonst jedes Mal wieder mit den Überträgen in die Quere kommt. Division erkläre ich deswegen auch gar nicht. Das verbleibt zur Übung, wie man in so Mathe-Vorlesungen üblicherweise immer sagt. Das können Sie sich zu Hause mal überlegen, was da eigentlich passiert, was da dividiert wird und wie das funktioniert. Dann interessant, es gibt schon eine Schreibweise für Dezimalbrüche. Dieser Strich da über dem Fünfer, der denotiert sozusagen die Einerstelle. Also da wird gerechnet erstmal 135. Die Aufgabe ist, zu 135 wird ein Zehntel addiert von 135, dann nochmal ein Zehntel vom Ergebnis und dann wieder ein Zehntel vom Ergebnis und dann nochmal wieder ein Zehntel vom Ergebnis. So, und dann schreibt er das einfach untereinander, addiert nach seiner üblichen Methode, kommt auf 14,85 und weiß auch, dass er das 1 nach hinten schieben muss. Man muss aber sagen, dass über die ganze arabische Zeit die Sechser-Gesimalbrüche erhalten bleiben, die auch in Griechenland verwendet worden sind, wenn Sie sich das Video zu Spätantike angesehen haben, haben Sie das auch gemerkt, im Bereich der Trigonometrie halt sehr viel genutzt. Ne? Haben wir ja heute noch Grad, Minute, Sekunde. Und um das unterscheiden zu können von den echten Dezimalzahlen, ist das so untereinander notiert. Also Sie haben hier in der obersten Zeile die ganzen, darunter die 60stel und darunter die 60 mal 60stel. Um das einfach unterscheiden zu können, wenn die Zahl einfach nur hintereinander geschrieben ist, könnte das ja auch eine Dezimalzahl sein. Und um das unterscheiden zu können, ist das untereinander. Was etwas bequemer ist als bei den Mesopotamiern ist, wenn Sie jetzt was Leeres haben, haben Sie auch ein Nullerzeichen. Das ist schon ganz praktisch. Können Sie die 550 wäre auch bei den Mesopotamiern kein Problem gewesen, weil die ja diese Haken hatten für die 50er. Die islamische Dimension heißt das dann immer in diesem Buch. Also warum haben die sich für so viel Arithmetik interessiert? Das findet man jetzt, das andere war aus zwei anderen Büchern, hier Kusha ibn Laban, ist sogar ein bisschen nach dem Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ist relativ bekannt so, weil von dem Namen Al-Khwarizmi ja sich quasi das Wort Algorithmus dann irgendwie ableitet. Das hier ist ein bisschen später, die Arithmetik von dem Al-Khwarizmi ist halt nicht erhalten geblieben. Das hier ist aus einem anderen, auch um die Zeit, und das Al-Khwarizmi ist halt so gut 100 Jahre vorher. Das Buch heißt Al-Kitab al-Mutasa fi Hisab al-Gabra wa al-Mukabala oder so ähnlich.
kann kein Arabisch. Auf Deutsch heißt das auf jeden Fall das kurzgefasste Buch über die Rechenverfahren durch Ergänzen und Ausgleichen. Da geht es aber eigentlich eher um das Lösen von Gleichungen. Jetzt kommen mal die Erbteilungsaufgaben, das sind noch rein arithmetische Probleme, die auch nicht mit, ja, man kann schon sagen, man hat da auch eine Unbekannte drin, aber wir sehen nachher die quadratischen Gleichungen, da wird es dann deutlicher, das, was sie gemacht hat. Also, eine Frau stirbt und hinterlässt einen Ehemann, einen Sohn und drei Töchter. In diesem Fall sagt das Gesetz, dass der Ehemann ein Viertel des Vermögens erhält und ein Sohn doppelt so viel wie eine Tochter. Und da schreibt hier der Herr Berggren, dass das eine erhebliche Verbesserung für die Frauen war. Normalerweise haben die halt gar nichts geerbt. Und dann ist so der halb so viel wie der Sohn dann schon ein ganz deutlicher Vorteil. So, wie macht man das jetzt? Das ist natürlich auch wieder so eine Aufgabe, wo man sich einfach nur überlegen muss, ja, man skaliert das möglichst so, dass man nicht so viele Nenner hat. Ne? Also muss man sich mal überlegen, was könnte ganz gut gehen. Also in Viertel müssen wir das Vermögen auf jeden Fall teilen. Wir machen mal erstmal nur Aufgabe 1. So, und jetzt haben wir noch, Sohn kriegt doppelt so viel, also Sohn zählt quasi wie zwei Personen. Also ein Sohn zählt wie zwei Töchter und dann sind auch noch drei Töchter da. Also haben wir eigentlich fünf Töchter. Nur zwei von den fünf Töchtern sind eigentlich ein Sohn. So, also Sie verstehen, was ich meine. Sie müssen das Resterbe in fünf Teile teilen. So, jetzt nehmen wir einfach 20, dann geht das gut. Wenn wir 20 sagen, ne, dann können wir das glatt rechnen. Sagen wir mal, das Vermögen betrüge 20, dann brauchen wir halt keine Brüche. Ich sollte nicht mit dem Bleier schreiben, das liest sich so schlecht. Vielleicht mal Fokus. 20, so jetzt mal ein Viertel, das kriegt Papa. Also der kriegt schon mal 5. Jetzt hier Sohn. Doppelt so viel wie die Töchter. Aber jetzt gucken wir mal, was eine Tochter kriegt, das geht leichter. Nur ein Zwanzigstel, ne? Nein. Stimmt nicht. Was mache ich denn? 15 sind noch über. Und die müssen wir auf 5 Personen verteilen. Wobei der eine kriegt halt doppelt so viel. Der eine ist eigentlich zwei Töchter. So, also kriegt jeder kriegt 3, jede Tochter kriegt 3. 15 waren noch übrig, durch 5 teilen, 3. Und der Sohn kriegt halt 6. So, jetzt rechnen wir nochmal. 3 mal 3 ist gleich 9. 9 plus 6 ist gleich 15. 15 plus 5 ist gleich 20. So, und jetzt können Sie natürlich hier überall Zwanzigstel drunter schreiben. Dann haben Sie die Anteile vom Vermögen. Und die Tochter kriegt 3 Zwanzigstel, der Sohn kriegt 6 Zwanzigstel, der Papa kriegt 5 Zwanzigstel, kriegt der Sohn sogar mehr als der Papa. Jetzt wird es kompliziert. Eine Frau stirbt und hinterlässt einen Ehemann, eine Tochter und einen Sohn und 3 Töchter. Sie vermacht aber auch einem Fremden ein Siebtel plus ein Achtel ihres Vermögens. Mann. Das Gesetz sagt, dass ohne Zustimmung der natürlichen Erben kein Erbteil größer als ein Drittel sein darf. Da gibt es noch ganz komplizierte Regeln, was passiert, wenn die sich nicht einigen. Das habe ich jetzt mal weggelassen. Da gibt es noch ganz komplizierte Regeln. Wir haben nämlich Glück, ein Siebtel plus ein Achtel ist Gott sei Dank kleiner als ein Drittel. Da müsste sich niemand einigen. Und es gibt die Regelung, dass der Erbteil der Fremden zuerst mal auszubezahlen ist, bevor dann die restlichen Anteile bestimmt werden. Gut, also schauen wir mal. Machen wir erst mal ein Siebtel plus ein Achtel. Das ist ja Mist. Ein Siebtel plus ein Achtel ist gleich 8, 7 mal Achtel plus 7 mal Achtel. Ne? Also 7 mal 8 ist 56, ja, oder? 56. Also 15, 56 gehen schon mal verschwindibus. So, jetzt könnten wir auch wieder was mit dem Hauptnehmer machen. Mal sehen, wie habe ich das denn vorhin gerechnet? Ja, könnten wir machen. Wir wissen ja schon, dass hier 20 ganz praktisch war.
Es sind ja genau dieselben Anteile, auf die der Rest aufgeteilt sind. Also sagen wir mal, wir nehmen einfach mal 56 mal 20. Wir behaupten mal, das Vermögen beträgt 1120. Dann rechnet sich das glatt. So, jetzt kriegt von 1120 mal 15 geteilt durch 56 ist 2 hin, 1 im Sinn. Irgendwo hatte ich das hier mal stehen. Jetzt aber, wieso habe ich denn das hier nicht stehen? Die Töchter habe ich hier stehen, den Vater und den Sohn. Aber was ist denn der Rex? 300 müsste das sein. Habe ich ausgerechnet. Gut, okay, wir können es ja mal machen. Heute üben wir mal schriftliches Rechnen. Stimmt eigentlich, ja. 26, 56, 50 mal 6, 500, also 560 plus 082, das kommt mir aber nicht ganz richtig vor. Ne? Ach so, Quatsch, da kommt ja auch hier hinten hin. Ne? Das stimmt aber eh 300. Ja, okay. Mann, Mann, Mann. Also okay. Also nochmal, was war das Argument? Ich habe ja hier gerade dämlich, ich muss einfach nur rechnen, 15 mal 20. Weil hier steht, 56 mal 20 ist ja 1120. So, und dann kürzt sich ja da genau die 56. So. Und das 15 mal 20, 300 ist das, glaube ich, tatsächlich unbesehen. Ohne es jetzt nochmal schriftlich zu rechnen. So, aber jetzt bleiben also 820 über für die Family. So, also 820, da kriegt jetzt wieder der Papa Viertel von. Ne? So, das sind also 205. So, der Sohn, der bekommt da jetzt wieder 6/20 davon. Also 820 mal 6 geteilt durch 20. Da sage ich mal so Pi mal Daumen, dass das 246 ist. Und die Töchter, die bekommen 820 mal 3/20 pro Tochter. Das ergibt 123. So, jetzt rechnen wir nochmal 300 plus 246 plus 123 plus 123 plus 23. 3, 6, 9, 15, 3, oh ja, die 205. 15, also 0, 20, 2, 4, 6, 8, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11. Wow, passt. Geht sich aus, wie Sie sagen. So, jetzt, woher kommt eigentlich das Wort Algebra oder Algebra? Hier, ich war zu faul, die ganzen richtigen Akzente im LaTeX über die Dings zu machen. Da müssen eigentlich, muss über das G gehört noch so ein Bogen und bei einigen der A's gehören so Striche darüber. Aber weil man das eigentlich nie benutzt, da müssen sie da lauter Streuzeichen ins Tech reinschreiben. Da war ich zu faul, deswegen steht das jetzt immer so ein bisschen falsch transkribiert da. Also das Algebra. Ich glaube nicht, das ist dann so ein ganz kurz gesprochenes G, was manchmal auch mit dem J geschrieben wird. Das heißt, an seinen Platz zurücksetzen oder wiederherstellen oder manchmal sagt man auch ergänzen. Das ist jetzt so ein bisschen diese Trennung von dem Ergänzen und dem Ausgleichen, ist nicht so leicht. Aber bei dem ersten, man hat hier 5x plus 1 ist gleich 2 minus 3x. So, jetzt ist mal eine Sache, die nicht so gerne haben, sind irgendwie negative Vorzeichen. So, und jetzt muss man das halt ergänzen, ausgleichen, so dass irgendwie das, was fehlt, weggeht. Und deswegen addiert man da plus 3x drauf. Dasselbe wäre aber auch gewesen, wenn da stehen würde, 5x plus 1 ist gleich 2x minus 3, dann hätte man halt die 3 drauf addiert, damit diese negativen Sachen wegkommen. Das wäre dieses Ergänzen, dann steht da 8x plus 1. Und das Wal-Mu-Kabbalah,
das heißt dann ausgleichen oder reduzieren. Da sagt man jetzt, okay, wenn ich von derselben Sorte, also in diesem Fall wären das die Zahlen, nämlich die 1 und die 2, das stehen habe, dann mache ich das so, dass ich das auf der Größe, also dass ich das so reduziere, dass es quasi dann nur noch auf einer Seite ist. Also nehme ich die kleinere Sache weg, dann steht es auf jeden Fall nur noch auf der einen Seite. Wäre jetzt aber auch dasselbe, wenn da stehen würde 12x und 8x, dann würde man halt auch das 8x weg reduzieren. Und jetzt ist Ihnen vielleicht klar, dass man allein mit diesen zwei Regeln jede Form einer quadratischen Gleichung auf bestimmte Grundformen bringen kann, nämlich insbesondere auf solche, in denen keinerlei negative Vorzeichen auftauchen. Und das ist wichtig noch in der islamischen Algebra, weil alle Gleichungen durch dieses Vorbild der Griechen weiterhin geometrisch interpretiert werden sollen und alle Elemente, die da auftauchen, tatsächlich als Flächen. Und negative Flächen ist halt immer irgendwie nichts, ne? So, deswegen muss das jetzt immer positiviert werden quasi. So, und dann kommt man letztlich auf 6 Typen von quadratischen Gleichungen, wobei 3 aber eigentlich nicht wirklich quadratische Gleichungen sind. So, die ersten 3 sind so ein bisschen albern. Die erste Gleichung bx ist gleich c, ja, ist eine quadratische Gleichung, wo der Koeffizient a 0 ist. Ist eher so linear, würde ich mal behaupten. So, also, und die interessieren sich auch nie für 0 als Lösung, das kommt auch noch hinzu. Deswegen ist die zweite Gleichung auch so ein bisschen langweilig, weil wenn ich mich für die Lösung interessiere, die nicht 0 ist, würde ich ja durch das x dividieren, dann ist es auch wieder weg. Dritte Gleichung ist auch so ein bisschen langweilig, da muss ich mir nicht ein großes Lösungsverfahren überlegen, da kann ich einfach sagen, naja, wenn ich a Quadrate habe, die x groß sind und die sollen Quadrat ergeben, dass c groß ist, ja, was soll ich da wo machen müssen? Ne? Länge 10, a gleiche Teile aufstehen, Wurzel ziehen. Fertig. Und die dritten drei klingt lustig, ist aber richtig, also ist kein Quatsch. Für diese, die damit tatsächlich auch mit Zahlen bezeichnet sind, für die gibt es dann Lösungsverfahren in dem Buch. Zahlen und Mal, also Mal heißt jetzt nicht Mal nehmen, sondern ist halt Arabisch oder ja, doch Arabisch für, ja, manche sagen Vermögen. Das sollte allerdings groß geschrieben werden in dem Fall, gemäß unserer üblichen Rechtschreibregeln. Manche sagen auch einfach Dings. Ja, also das ist auf jeden Fall, das ist quasi das x-Quadrat. Das ist immer das, was gesucht ist. Die Wurzeln, das sind immer die bx-Terme. Und die Zahlen sind die, wo gar kein x auftaucht. Und da gibt es eben Zahlen und Mal gleich Wurzeln. Zahlen gleich Wurzeln und Mal. Und Mal gleich Zahlen und Wurzeln. Und diese Unterscheidung kommt einem jetzt so ein bisschen künstlich vor, aber die ist einfach dadurch nötig, dass da kein Minus davor stehen darf. Sie könnten ja sagen, bringe ich ja immer das Q auf die andere Seite oder so. Da steht da ja immer x² plus px plus q, mache ich PQ-Formel, bin ich fertig. Aber das geht natürlich nicht, wenn Sie sagen, jeder der Terme soll als Fläche interpretiert werden. Dann können Sie sagen, ich habe hier Zahlen, also ich habe, stimmt das da überhaupt? Zahlen und Mal gleich Wurzeln? Hier muss eigentlich stehen, q plus x² ist gleich px. Sonst ist ja diese Gleichung genau dieselbe wie die da drunter. Die ist ja nur andersrum hingeschrieben. Na, das ist einfach hier, das ist falsch hingeschrieben. Ich glaube, das liegt daran, dass ich hier 2 Bücher als Quelle genommen habe. Und in dem einen war die Reihenfolge anders als in dem anderen. Aber in dem einen hat mir die Beschreibung mit dem px und so mehr zugesagt. So. Das ist jetzt dann beim Kopieren war die Reihenfolge nicht gleich. Und da ist was verrutscht. So, wir machen aber, bevor wir den Fall auf den Fohlen machen, machen wir mal den Fall, den Sie hatten. Mal und 21 gleich 10 Wurzeln, das wäre der Fall x² plus px ist gleich, nein, jetzt schreibe ich schon wieder falsch, x² plus q ist gleich px. X² plus 21 ist gleich 10x. Das ist jetzt wieder die Folie und nicht das, was Sie gemacht haben. Herrgott, jetzt machen wir trotzdem zuerst das und dann das, was Sie in der Übung hatten.
So, halbiere die Anzahl der Wurzeln. Die Wurzeln sind diese 10 hier. So, also schreibt man da 5 hin. Und ich schreibe das jetzt parallel. Hier habe ich es ganz brav gemacht. Da steht es direkt richtig. So, 5 ist die Hälfte von 10. Und wenn ich hier in der Gleichung nehmen würde, wäre das minus p halbe. So, das ergibt 5. Multipliziere dies mit sich selbst. 5 Quadrat bzw. minus p halbe zum Quadrat. Das Ergebnis ist 25. Gut, die kann ich hier noch dazu schreiben. Subtrahiere hiervon die 21. 25 minus 21 ist gleich 4. Die 21 ist minus q. Also minus p halbe Quadrat minus q. Der Rest ist 4. Ziehe hieraus die Quadratwurzel, das ist 2, Wurzel aus, minus p halbe Quadrat minus q. Und subtrahiere dies von der halben Anzahl, also diese 2 geht jetzt wieder hinter die 5, also minus p halbe minus Wurzel aus, minus p halbe zum Quadrat minus q. So, und jetzt kennen Sie das, oder ich kenne das, Sie machen ja gar nicht pq, glaube ich. Ich kenne das als minus Wurzel aus p halbe Quadrat. Minus q. Aber das Vorzeichen ist ja etwas egal bei dem Quadrat. Ich glaube, in Österreich tendiert man eher zu dieser ABC-Formel. Ne? Oder beide, das ist ja besonders sinnvoll. Kommt auf die Lehrperson an. Ich bin ja Freund der PQ-Formel, weil man sich einen Buchstaben weniger merken muss und weil man eh mal durch A teilen kann. Aber es gibt auch Vorteile der ABC-Formel. Ja. Ja, gut. Ja, genau. Das stimmt. Das ist sicher ein Vorteil bei der ABC-Formel. Aber für Sie sollte es eigentlich kein Problem sein, zu erkennen, dass das jetzt funktioniert hat. So. Und man kann sich auch überlegen, dass in diesem Fall eben nur die Minuswurzel existiert. Die andere existiert. Also, dass das dann tatsächlich nur eine Lösung ergibt, zumindest eine positive Lösung. Es interessieren ja immer nur die positiven Lösungen. Wir gucken gleich noch an uns, was das geometrisch bedeutet, aber vorher machen wir jetzt mal hier Ihr Beispiel, das war ja so ähnlich. Das war Wurzeln und Quadrate sind gleich Zahlen. So. Wurzeln und Quadrate, also x² plus px ist gleich q. Jetzt habe ich es aber richtig. Ne? Diesmal steht das px auf der anderen Seite. Zum Beispiel ein Quadrat und 10 Wurzeln ergeben 39 Dirhems. Das ist das Vermögen. So, das heißt, wie groß muss das Quadrat sein, welches, wenn es um 10 seine eigene Wurzel ergänzt wird, 39 ergibt? Ja, ne? Das Quadrat um 10 seiner Seitenlänge ergänzt, ergibt 39. Die Lösung ist dies. Du halbierst die Anzahl der Wurzeln. So. Also 10 halbe ist gleich 5, beziehungsweise p halbe. Du halbierst die Anzahl der Wurzeln, liefert. Dies multiplizierst du mit sich selbst. Ist also 5 mal 5 ist gleich 25 oder p halbe, in Klammern zum Quadrat. Das Ergebnis ist 25. Addiere dies zu 39. 39. Jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir das hier in unsere PQ-Formel umformen wollen, haben wir ja da eigentlich stehen, px², steht hier eigentlich ein minus q, ne? Wenn ich das auf die andere Seite rüber mache. Haben Sie es gesehen? Ne? Weil das müssen Sie ja auf die andere Seite schreiben und ist gleich 0, damit das unsere wirkliche PQ-Formel wird. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht schreiben, muss hier jetzt schreiben p halbe Quadrat minus q. Sonst passt das nicht. Welches achtigste? Unsubtrahiere davon die Hälfte der Anzahl der Wurzeln. Was? Achso, ja, genau. Daraus nehme ich die Wurzel hier. Achso, hier musste ich das noch addieren, ne? Das habe ich noch gar nicht gemacht. Plus 25 ist gleich 64, daraus die Wurzel ist 8. Hier wieder p halbe zum Quadrat minus q, daraus die Wurzel. Und jetzt... Und subtrahiere davon die Hälfte. Okay, das ist wieder minus p halbe plus Wurzel, in diesem Fall plus Wurzel p halbe Quadrat minus q.
Das ist die Wurzel des Quadrats, welches du gesucht hast. So, jetzt klären wir mal noch, warum das eigentlich quadratische Ergänzung heißt. Ich fange mal mit dem Mal und seinen 21 Wurzeln an. Al-Khwarizmi geht vom Rechteck 10, x aus. Also ist das Rechteck ist x hoch und hat die Breite 10, das Gesamtrechteck. So, da merken Sie schon, was das kann er ja gar nicht konstruieren. Der weiß ja gar nicht, wie x ist. Also das ist sozusagen keine konstruktive Lösung des Problems, weil wir kennen x gar nicht. Wir können nur sagen, wenn wir x wüssten, könnten wir ein Rechteck zeichnen, dass x mal 10 groß ist. Aber man kriegt so nicht das x raus. Das ist nur ein Beweis, der uns erklärt, warum das Verfahren funktioniert. Aber so finden wir das x nicht. So, jetzt, was macht er jetzt? Innerhalb des Rechtecks, lies weiter auf Seite 155, wird das Quadrat x² markiert. Okay, das sehen wir auch. Ne? Ist hier die weiße Fläche. Es verbleibt ein Rechteck 10 minus x mal x. Mit der Fläche 21 laut Angabe. Ja, warum? Weil x², wenn ich von diesen 10x die 21 wenn ich von den 10x das x² abziehe, bleibt genau das x² übrig. Nochmal. Wenn ich von den 10x das x² abziehe, bleibt ja genau eine Fläche, die ist 21. Und das muss hier die graue Fläche 10 minus x mal x sein. Über eine Seite des Rechtecks wird nun die Länge 5 abgeschnitten. Also die Hälfte der ursprünglichen Länge 10 und darüber ein Quadrat errichtet. Das sieht man in der unteren Figur. So, Sie messen hier 5 ab und malen jetzt so ein 5 mal 5 Quadrat darüber. Dieses Quadrat wird in drei Teile zerlegt in das Rechteck, das 5 und x als Seiten hat. Das ist dieses hier. Und das Rechteck 5 minus x und x, das ist hier oben das. Und in das Quadrat der Seite 5 minus x mal 5 minus x, das ist das hier. Vom Rechteck 10 minus x, x verbleibt ein Rechteck 5 minus x, x außerhalb des Quadrats. Das ist das hier. So, das haben wir bis jetzt noch nicht verbraucht. Somit ist das Quadrat der Seite 5 abzüglich des kleinen Quadrats der Seite 5 minus x flächengleich zum Rechteck 10 minus x, x der Fläche 21. Somit kann das kleine Quadrat nur die Fläche 4 haben. Nochmal überlegen, warum. Weil das Rechteck haben Sie genommen und haben hier diese schraffierte Fläche abgeschnitten, da oben dran gelegt. Jetzt fehlt Ihnen hier aber noch was. Und das ist 5 minus x, 5 minus x lang. Und Sie wissen aber, die Gesamtfläche ist 25. Und damit sich das jetzt ausgeht, muss hier oben die Fläche 4 sein. Und daraus kriegt man dann letztlich, dass x 3 sein muss, weil das hat dann ja eine Länge 2. Weil Sie ja wissen, dass dieses 10 minus x mal x, das hatte ja eine Fläche von 21. Das heißt, 21 haben Sie hier schon untergebracht in dem Rechteck, 4 fehlen noch, die brauchen Sie noch. So, und deswegen hat das auch den Namen quadratische Ergänzung, weil man immer auf ganze Quadrate da ergänzt. Sieht man in den anderen Fällen teilweise noch besser. Wir machen jetzt mal nur den x² plus 10x plus 39 Fall. Da geht das nicht relativ einfach. Bisschen sehr voreilig. Die übliche Interpretation addiert zum Quadrat x² die Fläche 10x, aber in Form von 4 Rechtecken. Genau, so geht's. Also, zu diesem x addieren wir jetzt das 10x, aber wir nehmen immer Rechtecke, die als eine Seitenlänge x haben und als andere Seitenlänge 10 Viertel. Wenn wir dann 4 Stück davon nehmen, dann haben wir genau 10x. Und jetzt sage ich wieder, die Fläche des inneren Quadrats mit diesen aufgesetzten Rechtecken, so, also x² plus 10x, alles, was hier blau ist, ist 39. Alles, was blau ist, ist 39. So, und jetzt muss ich noch gucken, was sind denn eigentlich diese Eckrechtecke? Das ist wieder leicht, weil die haben ja wieder
Zahlen an den Rändern stehen. Das ist einfach 10 Viertel mal 10 Viertel, nochmal 10 Viertel mal 10 Viertel, nochmal 10 Viertel mal 10 Viertel, nochmal 10 Viertel mal 10 Viertel. Also viermal in Klammern 10 Viertel zum Quadrat. So, und wenn man das ausrechnet, also ist das 100 geteilt durch 16 mal 4, ist 100 geteilt durch 4 ist 25, haben wir also 39 plus 25 ist die Fläche des äußeren Quadrats. Und jetzt kann man dann da wieder sagen, aha, also es, und dann kommt genau das, was wir vorhin gerechnet haben, zieht man Wurzel und so weiter und damit hat man das dann. Und denen war das, und das ist eben doch eine Besonderheit, dass denen das wichtig war, die ganzen Rechenverfahren, die die da aufgeschrieben haben, durch solche Bilder quasi zu begründen, also auf eine geometrische Basis zu stellen, sagen kann, wo ich jetzt sagen kann, ich weiß zwar nicht, wie das x ist, also das liefert keine konstruktive Lösung, aber bei der Konstruktion, die ich da gemacht habe, habe ich auch für das x keine spezielle Länge vorausgesetzt. Das heißt, so ein Bild kann ich im Prinzip für jede Zahl x zeichnen. Und es muss dann immer, die Argumentation läuft immer so. So, das heißt also, dass ich habe da nichts vorausgesetzt über das x Spezielles. Und wenn ich dann sage, das wäre das so. Also ist das tatsächlich ein Lösungsverfahren, das immer funktionieren muss, weil tatsächlich bilden die, diese Konstruktionsschritte bilden letztlich die Rechenschritte nach, die wir gemacht haben. Nächste Woche sage ich dann noch ganz kurz was zur Trigonometrie und Geometrie bei den Arabern. Und dann hoffe ich, dass ich mal so die erste Hälfte auf dem Weg zur Neuzeit in Europa hinter uns bringe. Und also sicherlich die großen Rechenmeister und Cardano sollten wir noch schaffen. Und dann machen wir alles, was danach ist, dann in der vorweihnachtlichen Woche. Und nächste Woche habe ich dann auch wieder aufgeschrieben, was die wichtigen Sachen sind, die man können und wissen sollte.